So, und damit kommt auch dann direkt die dritte Folge für heute im Bunde bei mir. Und wir fahren jetzt noch, wie darauf komme ich, Tramlok fahren, eine Sekunde. Wir fahren noch dreimal Tramlok. Oder? Wir haben es zweimal gefarmt. Das ist der dritte Run, das glaube ich schon abgezogen ist. Ja, genau. Oh Gott. Ja, so ist es immer. So, ja, perfekt, perfekt, perfekt. So weit, so gut. Alter, was wir alles droppen. Wir können direkt mal anfangen zu scrappen hier. Ideal. Ach so, nur mal kurz nachschauen. Level 10, glaube ich, brauche ich für die anderen Sachen, oder? Hat man Masken? Ja, wenn ich halt wüsste, was das halt für ein Zeugs hier ist. Es ist schon teilweise ganz gut beschrieben. Hier zum Beispiel... Ach Gott, aber das Ding ist halt... Ich kann nicht alles durchklicken und schauen, ob ich hier irgendwo... Was ist das denn hier? Weapon Rarity, Armor Rarity, okay. Ob ich hier irgendwo die Detail brauche. Da werde ich ja blöd. Umhänger kann ich auch craften irgendwie. Oder auch irgendwie nicht. Ja, das sind die krassen Umhänger, genau, haben wir schon mal gesehen. Halt übel. Gems. Pets. Oh mein Gott. Functional. Wir sind auf Blacksmith, oder? Noch immer? Ja. Accessories. Boah. Ach, wobei, das Ding ist, ich müsste auch noch die ganzen anderen Klassen durchschauen, weil die kann man ja auch noch freispielen, dann kostet nur 10 Perien. Also, nur, ist das relativ, aber, ja. Und hier habe ich auch noch die anderen Sachen hier, den Champions-Ring und so weiter. Oh mein Gott. Uff, Karotten. Heilige Scheiße. 500 von irgendwelchen Questies. Alter. Genau, ja, es gibt halt so viel Stuff einfach. Aber ich weiß nicht, ich habe halt da... Also ich verliere wirklich komplett den Überblick einfach. Mystical Vitra, Knuckle, keine Ahnung. Das Ding ist halt wieder sehr tanky. Brauchen wir überhaupt? Oder welches Set macht denn eigentlich gerade überhaupt Sinn? Ich weiß nicht halt nicht mal, welches Set das überhaupt Sinn macht. Ich meine, das 75er, glaube ich, könnten wir uns aber auch schon schenken irgendwie, oder? Was fahren wir überhaupt das nächste? Jetzt haben wir hier aktuell... Das Ding, Eupresia, 95, 90er Set, ist das ein, 101er Set, ach ne, es gibt wieder beides, oder wie? Oh Gott, Mystical Vitra, hier, sorry, ich muss nicht mehr aufpassen, oh, das Ding ist gut, das Set ist gut, das will ich haben. Das nehmen wir mal safe mit. Ja, okay, 90er Set fahren wir wieder. Oh, wir haben gerade 30 Millionen gedroppt, nice. Ja, und natürlich jetzt Bildposterteile. 4 Minuten haben wir gebraucht, ja, ist jetzt easy. Okay, das heißt, wir brauchen... Eigentlich bräuchte man Dungeon gar nicht mehr farmen, fällt mir drauf. Also ja, für das Pad müssen wir das Ding noch farmen, okay. Aber 50 mal farmen ist auch echt eine lange Zeit. Wobei wir könnten... Ja, es ist halt... Alles kann, nichts muss. So ist es halt so ein bisschen. Ja. Ja, naja.
Also ich denke, ich meine, das Ding ist, wir müssten 10 Tage lang farmen, da dürfte kein Run failen, was sehr unwahrscheinlich ist. Sagen wir, 11 Tage müssten wir Dramnok farmen. Aber ich kann, ich meine, was soll ich jetzt 11 Tage hier machen? Ich kann nicht 11 Tage, gut, ich habe jetzt 3 Folgen vorproduziert, das heißt, ich kann 3 Folgen, also wir haben jetzt einen Tag gefarmt, dann haben wir noch 4. Ja, ich könnte hier schon ein bisschen campen und halt einfach den Offscreen hier Dramnok farmen. Ich denke mal, so 2 Folgen Dramnok fürs Erste reichen dann auch erstmal wieder, vor allem wenn wir halt nichts mehr konkret hier farmen, außer halt Geld. Ja. Also das könnte ich machen. Dann farme ich ja quasi die Hälfte, dann habe ich halt so 25 Olo-Cups irgendwann. Und ja. Das könnte laufen. Dann haben wir die Hälfte des Weges schon mal fertig. Dann laufen wir Richtung 5 und was war's, 95 oder 90 oder so zum nächsten Dungeon halt, Eupresia. Oder macht es mehr Sinn, wenn wir halt direkt auf 105 leveln? Was ist denn? Ja, das 90er ist natürlich schon sehr geil, definitiv. Clockworks können wir auch farmen, vielleicht, weiß ich nicht. Was ist dieser Shroom Dungeon hier? Oh, LG-Waffen. Oh, ein Team Dungeon? Ne, Shroom kann man, glaube ich, auch solo farmen. 110. Ah, ne, bis 125, okay. Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, das Ding hier ist besser auf alle Fälle. Ja. Mystical Merlins, was? Lol. Oh. Golden Keys. Komm, schnell Mopsi killen. Bringt Geld und XP und whatever alles noch. Volcano. 70k. Puh. Ich weiß gar nicht, was das hier gerade das Beste wäre. Wo gibt's denn die anderen Sets hier, die 105er Sets? Die fahren wir noch safe auch irgendwo, oder? Hier nicht. Shroom Dungeon? Auch nicht. Volcano 120. Aminus? Ne, Aminus auch. Hä? Lol? What? Wo farmt man das Zeug dann? Es gibt doch safe dafür irgendein Set oder so, oder? Evilus nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum laufe ich schon wieder automatisch? Ach nein. Ja, GG. Oh mein Gott. Ich habe es noch gerettet. Holy shit. Ja, merkt du das Verstand? Und ein gutes Ding gedroppt. Lol. Ein richtig gutes Ding gedroppt. Also wenn ich jetzt, ich meine, vielleicht droppe ich auch nochmal irgendwie einen besseren Knuckle, irgendwie in Legendary oder sonst irgendwas. Natürlich auch geil. 4,5 Minuten. Also diesen Run hätte ich eigentlich schaffen dürfen. Letzte Run ist es, glaube ich, jetzt. Genau. Okay. Evilus haben wir es auf alle Fälle auch nicht. Wilds haben wir es ja sowieso nicht. Savage Wilds sowieso nicht. Eupresia. Das ist auch nicht. Hier ist es nicht. Warte mal. Hä? Es müsste doch eigentlich ein Sunpress droppen, oder? Wenn Hernius das droppt, müsste doch Sunpress das andere Zeug. Wow, es ist unsichtbar. Oder? Hä? Wait. Aber warum 90er Teile? Warte mal, irgendwas ist hier buggy. Verstehe ich nicht. Weil, schau mal her, es gibt doch hier. Ja, genau, Mystical, bla bla bla. Lol. Das ist ein bisschen buggy.
Also ich denke, beim Shroom Dungeon könnte es vielleicht droppen oder halt in Sunbris. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, muss ich mal nachfragen, beziehungsweise ich report erstmal einen Bug oder so. Keine Ahnung. ...0,04% pro Mob. Im Office ist man happy darüber. Oder? 85? Ja, doch. Trifft es ziemlich gut. Genau, ja, also so läuft es wirklich sehr gut. Das ist um Welten besser als erwartet. Ich dachte, dass wir halt wirklich schon sehr große Probleme hätten, aber das läuft wirklich aktuell. Es ist entspannt. Ah, die Power-Ups gehen aus. Nein. Shit. Alter, es ist schon krass, dieser Effekt. Oder dieser Unterschied, besser gesagt, ist krass. Ich meine, schaut das mal an. Ein normales Jojo bringt... Wie viel hier? 15, 7, 15. Das bringt 16, 7, 16. Das ist nicht das Krasse. Aber dann hast du eben nochmal 5 STR und nochmal 1% PvE-Damage. Wait. Und mehr Attack? Oh, lol. Okay, die Attack ist, glaube ich, das Krasse. Ich glaube, die Attack ist wirklich das Krasse. Das andere, glaube ich, ist nicht mal so ausschlaggebend. Ist doch ein Knuckle, oder? Nee, natürlich ein Fist. Fist, so. Ah, ist leider nur einmal drin. Schade, okay. Schade. Level 15, okay. Das Ding würde ich aber auch nehmen, also ist auch okay. Na, wobei der Tag gerade ist ein bisschen niedrig. Also, was sagen hier, die beiden Dinge verkaufen mal so für. Also, ich denke mal, Jojo geht für 50 weg, das andere. Ja, ich probiere auch mal 50 an Anfang. Und dann schauen wir einfach mal. Der Damage. Damage ist nicht gut. Das wird eng. Das wird richtig eng. Oh, fuck. Oh, shit. Nope. Gibt's denn das Call of Respawn? Nee. Okay, schade. Na gut. Sad life. Wir haben mal ganz kurz noch das ganze Zeug hier durch. Und übrigens, ja, das war natürlich schon so auch ein bisschen die Sorge, die ich hatte. Dass das Ganze nicht so, dass das Ganze nicht immer perfekt klappen wird. Das Zeug können wir eigentlich scrappen, oder? Oder sollen wir es aufheben? Wenn ich wüsste. Keine Ahnung. Mystical Vitra. Ich hebe es mal auf. Ich meine, scrappen kann man es immer noch. So, einmal. Ringmaster Stuff brauche ich erstmal nicht. Mystical Might brauche ich auch nicht. Okay. Dann weg damit. Level 9. Oh, come on. Wie weit ist Level 9 noch weg? 4000 EP. Okay, das ist noch weit weg. Na gut. Kann ich nicht auch Lusaka Waffen scrappen? Was haben wir hier? Level 10.
Oh, Level 7. Aber ich glaube, ich mache das nicht, oder? 300 EP ist natürlich eine Menge. Nee, ich, komm, ich verkaufe die. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.